Deutschlandfunk, Sternzeit. 14. April. Der Astronom mit Lichtwellen und Titan. Vor 390 Jahren kam in Den Haag in den Niederlanden Christian Huygens zur Welt. Der Sohn einer reichen und einflussreichen Familie wurde einer der bedeutendsten Astronomen und Physiker. Huygens interessierte sich schon früh für Naturwissenschaften und stellte eigene Linsen und Teleskope her. 1655 entdeckte er mit einem selbstgebauten Fernrohr den Saturnmond Titan. Damit war Saturn der dritte Planet nach Erde und Jupiter, bei dem die Astronomen einen Mond entdeckt hatten. Zudem erkannte Christian Huygens als erster, dass Saturn von einem frei schwebenden Ring umgeben ist. Bis dahin war die längliche Form des Saturn im Fernrohr ein großes Rätsel. Huygens bestimmte die Rotationsdauer des Planeten Mars zu gut 24 Stunden, entdeckte das Trapez aus vier Sternen im Orionnebel und vermutete, dass die Venus von einer Wolkenschicht umgeben sei. Epochal ist sein Werk Über das Licht, in dem er 1690 die Wellentheorie des Lichts formulierte. Huygens war der Erste, der konsequent versuchte, physikalische Phänomene durch mathematische Gleichungen zu beschreiben. Der große Niederländer hat zudem die Pendeluhr erfunden. Sie war gut drei Jahrhunderte lang die genaueste Art der Zeitbestimmung. 1695 ist Christian Huygens im Alter von 66 Jahren gestorben. Europas Weltraumorganisation ESA hat ihn auf besondere Weise geehrt. Die Kapsel, die 2005 auf dem Saturnmond Titan gelandet ist, hieß Huygens.